Willkommen beim Qualifying in Mexiko. Die ersten Fahrer werden jeden Moment auf die Strecke gehen zum Kampf um die Pole Position für den morgigen Grand Prix. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Und da sind wir auch schon wieder hier in Mexiko, Home Grand Prix für Sergio Perez. Und unser zweites Rennen im Mercedes-Boliden. Ich bin natürlich gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. In der letzten Saison gab es ja ein spannendes Duell zwischen Pedersen und Hamilton, wo man ja zusammen in die Box gefahren ist und dann sozusagen auf der Boxenausfahrt dann ja ein Überholmanöver gesehen hat, was dann sozusagen das entscheidende Manöver war. Da war, glaube ich, auch ein Alpha Tauri mit dabei, ich glaube Gasly oder Kwiat, ich weiß nicht mehr genau, der dann da mittendrin war. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen und ich bin gespannt, wie es in dieser Saison ablaufen wird. Ob wir da auch wieder Spannung erleben werden oder ob Mercedes die Pace weiter so hoch setzt, dass es da ja keine Konkurrenz mehr gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und Pedersen hat hier Probleme an Kwiat vorbeizukommen. Leclerc legt hier auf jeden Fall schon mal eine Bestzeit hin im Renault. Das finde ich schon mal sehr schön für ihn. Und ja, hoffe natürlich, dass er sich vielleicht für Q3 sogar qualifizieren kann. Erstmal wichtig, dass er Q2 schafft. Mit 1,21 müssen wir mal schauen, ob er damit hinkommt oder ob er das vielleicht nochmal verbessern muss. Kwiat fährt jetzt auf jeden Fall über die Linie und wir legen auch nach und haben uns, ja, mehr schlecht als recht, aber wir haben uns qualifiziert. War natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass wir da hinter Kwiat hängen geblieben sind. Ja, und jetzt geht's weiter in Q2. Wir versuchen es auf Medium, wie gewohnt. Die Kurve war jetzt vielleicht nicht optimal, aber war auf jeden Fall noch im Rahmen. Jetzt nochmal DRS und schauen, dass wir das Tempo hochhalten. Ist natürlich nie so einfach mit Medium sich durchzusetzen. Komischerweise habe ich aber im Mercedes mehr Probleme auf den Softs, weil ich mich da unsicherer fühle und auch gerne mal ja, von der Strecke komme oder ja, mich auch drehe. Und dementsprechend ja, komme ich auf dem Medium irgendwie besser klar, weil ich auf den Softs irgendwie zu schnell bin im Mercedes. Also da ist das Fahrzeug vielleicht zu gut, als dass ich damit noch klarkomme. Deswegen lieber auf Medium, auf entspannt und dann komme ich da gut klar. Aktuell Russell mit der schnellsten Runde. Das finde ich auf jeden Fall auch mal gut für ihn, dass er da mal so ein positives Feedback hat. Mal sehen, wie viele ihn da jetzt noch von der Zeit her überbieten werden. Sind aber schon einige über die Ziellinie gefahren und haben ihn nicht geschlagen. Dementsprechend hat Russell hier eine gute Zeit hingelegt. Das war jetzt auch sehr eng, ging aber noch gut. Albon liegt vor, holt sich die schnellste Runde und Pedersen legt nach. Und am Ende kommen wir auf Platz 4 durch. Sind also noch drin. Charles Leclerc hat es nicht in Q2 geschafft. Schade auf jeden Fall. Ja, und wir müssen uns jetzt hier gegen Norris durchsetzen, was nicht einfach wird. Ist übrigens unsere zweite Runde hier schon in Q3, weil wir in der ersten Runde zu viel Zeit hinter Norris verloren haben. Und dementsprechend, ja, ist es nicht einfach gewesen. Jetzt können wir aber auf jeden Fall Vollgas geben, haben auch schon eine bessere Zeit hingelegt. Aktuell sind wir nur auf Platz 5, das ist natürlich zu wenig. Hamilton auf 1, Albon auf 4. Also der hat auch wieder mal ein gutes Qualifying hingelegt. Auch schon im Red Bull immer sehr gut gewesen im Qualifying. Jetzt haben wir aber in den Sektor gefahren. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, in Richtung Pole zu gelangen. Und gerade weil wir auch nicht die Besten sind beim Starten, da weiß ich nicht. Also da verlieren wir meistens Zeit dementsprechend. Oh, ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Sprit, was jetzt natürlich vom Gewicht her sehr gut ist, aber das heißt auch, dass wir jetzt eine gute Runde hinlegen müssen, aber das sieht sehr gut aus. Also zweimal lila Sektor, wir sind deutlich schneller, hatten jetzt keinen mehr vor uns, hatten natürlich auch vielleicht noch Windschatten am Anfang von Norris und das wird wohl reichen für eine schnellste Runde und vielleicht auch für die Pole.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Peters, Bottas und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis.